Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier wieder beim Comeback des Johann Hirsch auf der Bergischland, auf der umgebauten Bergischland von uns. Ja, ich bin immer noch auf dem Weg, mich hier ein bisschen so durch die Gegend zu fahren und mal zu gucken, was hier so im Städtchen los ist. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal. Was haben wir denn hier auf der rechten Seite? Da müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Hier kann man reinfahren. Oh, das sieht nach einem Stall aus. Wow. Unten war da nicht. Das wäre doch mal noch was hier. Geht sogar rein, geht sogar auf. Das sieht irgendwie aus wie ein Schafstall. Was, so ein paar Schafe? Wäre das nicht noch was für uns? Hm, könnten wir noch mal überlegen. Könnten wir mal überlegen. Vielleicht müssen wir dann wirklich mal den Bürgermeister anhauen. Da steht schon das Gras im Ding drin. So, aber wir fahren jetzt einfach mal. Da fahren wir mal rüber. So, mal gucken, dass da ein Auto kommt. Oha, das sieht auch irgendwie groß aus. Können wir mal, wer da ist. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, ich bin hier gerade vorbeigefahren und dachte mir, es sieht hier irgendwie nach einem großen Gebäude aus. Müsste mal gucken, ich bin ja ein bisschen neugierig. Ja, richtig. Ja, ich bin ja so heutzutage. Ja, ich bin ja neu hier in der Stadt und guck mir gerade mal so ein bisschen die Gegend an. Achso. Achso, ja. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Hirsch, Johann Hirsch. Ich habe mir hier einen kleinen Hof gekauft und da, wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen hier die Gegend erkunden gerade. Ja. Ja, mein Name ist Becker, Nico Becker. Ja, mir gehört hier die BGA. Ich mache ein bisschen Mais halt und dann Gras möchte ich auch nochmal anfangen. Da muss ich mir halt von den Herrn Kurz oder so, muss ich mir irgendwie einen Schwan oder so leihen. Weil die noch nicht selber. Sonst ist eigentlich, ja, ein bisschen Mais. Zwei Felder muss ich noch gleich flügen. Hier bin ich ja gleich fertig. Oh, schöne Arbeit, schöner. Schöner Traktor. Im Gegensatz zu meinem kleinen da drüben, der ist, ja, ist ein bisschen moderner, glaube ich. Ja, ich habe eben nur so den kleinen, den Fendt GT da zu meinem Hof dazu bekommen, aber für das bisschen, was ich brauche, reicht er mir voll und ganz. Ja, ist fein. Dann haben Sie den Resthof da gekauft, der darüber war. Ja, oben der Grimberghof, da ist ja wohl irgendwie, der Vorbesitzer ist wohl verstorben und ich habe da eine Anzeige im Internet gesehen und dachte, ach, das wäre was für mich, der war relativ günstig, hat irgendwie einen kleinen Kuhstall, eine Wiese dabei, das reicht mir. Ja, richtig, und woher kommen Sie eigentlich? Ich komme ursprünglich aus Hopfach. Ich hab da ein Sägewerk betrieben und
auch so ein bisschen Ländereien gehabt, die aber da vom Lohnunternehmen bewirtschaftet worden sind. Und ja, So, ja. es gab da leichte Probleme und deswegen musste ich mich da zurückziehen, sagen wir es mal so. Ja, ich mache halt auch quasi, wenn andere Bauernhilfe brauchen, bin ich auch wohl da. Bauern helfen sich einmal so gegenseitig. Ja, das ist auch wichtig. Wie gesagt, ich muss eben auch erstmal gucken, was ich jetzt machen muss. Ich muss eben auch anfangen, ein bisschen Silage zu machen, weil ich möchte über kurz oder lang eben meinen Kuhstall mit Leben füllen und erstmal Futter produzieren, bevor es überhaupt dann eben an Ja, die Tiere richtig. denken kann. Da Und kann da. man ja auch vielleicht mal auf den Kaffee vorbeikommen. Ja, kann man auch mal machen. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erstmal gleich hochfahren. Ich habe gerade mein Mähwerk geholt, mal ein bisschen Gras mähen und gucken, ob ich das irgendwie zu Silage verarbeitet bekomme. Ja, passt ja, der Sauf hatte ja noch ein Mehrwerk für ein GT bei sich stehen. Hatte Ja, ich genau, schon gesehen. das war sogar im Grunde meines. Das hatte der Vorbesitzer damals noch irgendwie da zum Schärfen hingebracht. Und da stand das darum. Ich wollte eigentlich mir was kaufen da und da meinte er, ach nee, das steht da rum, das ist gehört glaube ich Ihnen und ja, passte. Achso, ja. Ja, dann kann man sich ja vielleicht, wenn die Nummer haben, mal austauschen. Kann man mal telefonieren. Ja klar, Wahnsinn. Ich hole mal kurz ein Visitenkärtchen. Einen Moment. Bin mal kurz hier rüber. Irgendwo habe ich hier noch was. Ja, da haben wir's. So. So, hier haben Sie mal mein Kärtchen. Die Telefonnummer ist drauf. Ja. Also, es kann durchaus sein, wenn Sie sagen, Sie brauchen mal vielleicht Hilfe oder so, kann ich durchaus auch mal helfen. Gut, ich habe zwar nicht so viel Ahnung, aber Arbeitskraft ist immer Also, da. ja, so Grasmähen oder so, weil da habe ich selber noch kein Mehrwerk persönlich. Das wäre mal wohl eine Ja. Hilfe wert. Ja, also Mähen ist kein Problem. Also ich glaube, das Ding hat irgendwie 7 oder 8 Meter Arbeitsbreite. Oh, so, das ist ja wohl ordentlich. Hat ja Das sogar ein ist Butterfly. Denke hat ich da da mal. so ein Butterfly hinten sogar dran. Also da kann man durchaus mal drüber reden. Ja, das wäre bei mir nochmal auch eine Investition wert für einen Fan. Kein Mehrwert und so. Ja. Ja. Wie gesagt, wenn mal was ist, können Sie gerne anrufen. Wie gesagt, jetzt eben, ich denke mal heute und vielleicht auch ja, morgen, werde ich mich erstmal um meine eigenen Sachen kümmern müssen. Aber dann Ja, richtig. melden Sie sich, wenn was ist. Vielleicht komme ich auch einfach mal so vorbei, wenn ich Zeit habe. Ich habe nämlich gerade gesehen, Dann mache ich. hier drüben ist irgendwie so ein Schafstallenleerer. Den muss ich mal den Bürgermeister fragen, ob der zu Ach verkaufen ja. ist. Ja. Ja, ich meine, der steht sogar zu verkaufen. Weil den würde ich eventuell dann auch noch dazu nehmen, weil so Ja, ein bisschen die Wiese ist Wolle eigentlich machen wohl sie in ganz dem Fall. fein. Ist, Die glaube Wiese ich, ist auch eigentlich ganz ganz gut. fein für Gras und so. Genau. Ja, dann würde ich Ja, ja. daraus könnte man ja eigentlich auch wohl einen feinen Acker machen für sie. Da wäre ja eigentlich kein Problem. Also wenn sie Hilfe brauchen beim Pflügen, da bin ich ja auch wohl da. Kann man gucken, wie es dann aussieht. Wie gesagt, ich muss eh erst jetzt mal gucken, wie ich mit dem einen Feld, das ich oben direkt am Hof habe, zurechtkomme. Ja, Weil richtig, da muss ich auch erst mal. alles Weitere sieht man dann. Ich lasse es ganz langsam angehen. Mich hetzt nichts hier. Ja, Den richtig. Stress hatte ich früher da im Hauptfach gehabt. Und das will ich mir einfach nicht mehr antun. Ich will gemütlich Man will hier irgendwann mir auch gestellt, ja. mein Ding machen und. Ja, ich würde sagen, ich mache mal langsam weiter, damit ich noch ein bisschen was tun kann. Wie gesagt, wenn was ist, können Sie sich gerne melden, können auch mal bei mir oben Ja. vorbeikommen. Ja. Ja, dann würde Schön. ich sagen, Herr Becker, Ja. schönen Tag noch, schöne Arbeit. Gleichfalls. Jo, Ja, danke ciao, schön. ciao. Tschüss. Oh, auch ein netter hier. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Fahren wir mal hier vorbei. Ja, wir sollten eigentlich so langsam zu unserem Hof fahren. Dann lass uns mal hier drehen. Ups. Hat aber auch einen Lenkwinkel hier, das ist ja nicht mehr feierlich. Aber
wenn ich mir jetzt so vorstelle, hier die Schafe noch dazu. Vielleicht noch irgendwie ein Feld oder eine Wiese hier gepachtet. Wie gesagt, ich hatte irgendwo ja gesehen, eine Klee wäre noch interessant. Wenn wir eine Wiese mit Gras einmal Klee machen, dann können wir Grassilage, wir könnten ein bisschen Heu machen. Und wir könnten na klar auch eine Kleesilage und Kleeheu machen. So, da kommt nichts, da kommt nichts. So, hier 70 Höchstgeschwindigkeit, da haben wir, glaube ich, keine Probleme mit. So, dann düsen wir mal zu unserem Hof hoch. Dazu machen. Das zieht doch ein bisschen rein, auch wenn wir nur 30 fahren. Es ist windig. So, da sind schon wieder irgendwelche Gebäude. Ja, komm, da müssen wir auch nachgucken. Wir sind einfach neugierig, neugierig, neugierig. Bauernhof Mainzmar. Frische Produkte direkt vom Hof. Okay. So. Hallo, ist hier jemand? Ist hier jemand? Sieht nicht so aus. Oha. Ballenpresse. Vertimix. Okay. Sieht interessant aus. Oh, Kühe. Hallöchen. Hallo. Muh. Hallo. Das ist anscheinend ein Kuhbauer. Da könnten wir vielleicht mal demnächst anfragen, ob der uns da Tipps geben kann. Ja, ich weiß, man macht das eigentlich nicht hier in fremden Hallen rum. Gucken. Was sind das Fahrzeuge hier? Meine Güte. Boah. Ah, da ist einer, das ist kein kleiner. Das ist kein kleiner Bauer, definitiv. Hier ein Telelader, meine Güte. Riesen Misthaufen. Ja, sieht auf jeden Fall sportlich aus hier. So, weiter geht's. Deckel zu. Aber jetzt müssen wir definitiv mal zu unserem Hof, sonst sind wir hier den ganzen Tag irgendwo am Rumfahren gewesen und haben nichts geschafft. Das geht na klar auch nicht. Kommt nichts. Oh, da kommt auch noch. Ja, komm, schnell, 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 schnell. Ist die Frage, ob wir dann noch ein bisschen in was wir noch investieren wollen. Das Gras nach vorne. Das sah aus wie ein Zugriff. Aber es ist ein ganz schöner Verkehr hier, muss ich sagen.
Das ist irgendwie ein Schwertransport da vorne. Meine Güte, ist hier ein Verkehr? Den Radreiter haben wir da vorhin schon mal gesehen. So, wir müssen glaube ich hier bleiben. So, jetzt hier geht die Technik. So. Ups. Halt, halt. Geht das nicht? Ah, die Schläuche haben gefehlt. Das. Ah, guck mal, jetzt geht das runter. Jetzt können wir es auch hoch machen. Das ging ja vorhin schon da drüben nicht. Ah, man lernt nicht aus. Da auch die Schläuche. Ich hab hier die Technik nicht. Die beiden zuerst herunterlassen. Ich würde mir gerne runterlassen, aber es geht nicht. Ah, jetzt geht das. Ah! Das ist wieder Technik hier. Wieso geht das nicht? Das Ding jetzt noch funktionieren würde. Wäre das ja richtig toll. Da hinten geht er, aber das vorne geht irgendwie nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Vielleicht müssen wir die Mulde abbauen. Ups, nein, das wollte ich nicht. Balken, ja. Ach ja, die Technik, die Technik. Ah, ich glaube, da müssen wir mal den Händler nochmal anrufen. Ich krieg das Ding nicht ab. Ich krieg den Nähbalken nicht an. Oh! Doch, jetzt da, guck mal. Dann hoffe ich mal, dass es ohne das Ding funktioniert.
Aber ihr Lieben, wir sind eigentlich schon wieder längst über der Zeit. Ich hoffe mal, dass wir das hinbekommen fürs nächste Mal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.